im Finale da jetzt hier das meiste rauszuholen. Und dementsprechend haben wir auch von dem Michio von Equality eine Nachricht für Happy Feet bekommen. Und ich sag mal, wir gehen jetzt in die heiße Phase, Viertelstunde noch bis zum geplanten Anpfiff. Da kann man schon mal sagen, vielleicht kriegen die Jungs das ja noch mit, so als Aufheizer, als Kabinenansprache, ein paar Worte von dem lieben Michio von Equality. Hi, ich bin Michio, der VM von Equality. Und ich wünsche Happy Feet heute Abend für das Finale alles Glück der Welt. Wir durften in der K.O.-Phase bereits gegen Club Italy auflaufen und haben es nicht geschafft. Macht es besser und viel Erfolg, viel Glück. Schaltet die Nervosität ab und gebt einfach alles. Alles für Deutschland. Viel Erfolg. Alles für Deutschland. Da hofft natürlich jemand und wir haben auch noch einen zweiten Gruß für euch bekommen. Ja moin, Marc hier, einer der VMs von TFC Europe United. Da wir ja eigentlich nur gegen Leute ausscheiden, die sich anschließend den Pott holen, ist das schon mal ein gutes Omen für euch. Wir vom ganzen Team drücken euch natürlich die Daumen und jetzt geht raus und holt euch das Ding. Viel Spaß noch. Ciao. Ja, das hoffen wir natürlich auch, dass ihr euch das Ding holt. Go Happy Feet, genauso schaltet es auch schon im Chat. Und werden somit in die erste Partie starten. Auf geht's. Gut, dann sind wir fast zeitgleich. Happy Feet in Weiß-Gelb gegen Club Italy in Blau-Schwarz. Das heißt Happy Feet von rechts nach links und Club Italy von links nach rechts. Na, jetzt über die rechte Flanke, die kommt gut, aber da ist der Torhüter dran von Happy Feet. Und der kommt weit, der Einwurf, bis in den Strafraum. Da steht aber dann einer. Und das Ding ist gefährlich. Club Italy auf jeden Fall mit dem Angriff über die Mitte. Der weite Schuss. Und da ist es drin. 1:0 in der 11. Spielminute. Aus der Mitte heraus kommt der Schuss. Da ist er unbedrängt. Kann freischießen und rechts hoch in die Ecke. Das haben wir uns natürlich anders gewünscht. 12 Minuten gespielt, 1:0 für Club Italy. Und die versuchen es auch direkt wieder mit dem Angriff und da kommt er ran. Zwei Mann versuchen es, allerdings kommt der erste nicht zum Kopfball. Und da ist der Torhüter dann da von Happy Feet, kann das Ding abfangen. Italy, aber Happy Feet kommt nochmal neu ran, kriegt die Chance. Jetzt zum Abschluss, aber nein. Elfmeter, und oder? Sehen wir einen Elfmeter? Oder Freistoß? Ich glaube, Freistoß ist noch vor der Strafengrenze. Schade, okay. Freistoß für Happy Feet. 18 Meter. Das ist ein Ding, das kannst du auch direkt machen, oder? Gegen Pro-Tor, das ist immer echt sehr, sehr schwer. Es gehen kaum wirklich Bälle rein. Nur wenn man das unter die Mauer durchschießt oder vielleicht kurz im Tor ein bisschen austrickst, aber wenn der Tor richtig steht, keine Chance fast. Und die Variante war ja jetzt auch gut, allerdings halt nicht gefährlich genug. Da war nicht genug Druck hinter dem Ball. Happy Feet wird ja schnell wieder ins Spiel zurückfinden. Es kommt dir die lange Flanke und der Verteidiger ist da und köpft ihn erstmal zum Eckball. Jetzt Eckball für Italy. Gucken, was sie machen. Machen sie ihn kurz. Steht diesmal keiner. Tippen wohl auf die ganz normale Eckball-Variante hier. Lass ihn in die Mitte reinbringen. Spiel ihn kurz. Haben ihn doch reingepasst, aber da standen. Happy Feet weiterhin versucht, viel Ruhe ins Spiel reinzubekommen. Die Pässe auf die Flügel. Und das war mal einer. Was für ein Ball. Und jetzt muss er ihn nur noch machen. Spielt in die Mitte rein. Und dann wird das nichts. Sie kriegen den Fuß sich dazwischen. Zweite Chance. Da draußen. Nein, da kommt er leider nicht mehr an. Boah. Die Riesenchance. Was war das für eine Riesenchance hier kurz vor Ende der ersten Halbzeit? Ja, gucken, jetzt Lücke sogar noch mit dem Trickshot hier. Mit dem Trickpass hier. Aber gut, sie versuchen immer, mit dem Trickpass halt die Flanke frei zu machen und das schaffen sie. Über die linke Flanke. Und schafft er den jetzt nochmal in die Mitte reinzubringen. Bringt er, wundervoll und das ist perfekt freigelegt. Und dann bringt er ihn nicht und dann stolpert er über den Ball. Ich fasse es nicht. Also Happy Feet auf jeden Fall hier mega am Drücker. Die müssen jetzt nur noch den Ball endlich machen. Die zweite Riesenchance hier für Happy Feet. Die müssen eigentlich das Ding nur noch reinmachen. Nächste Chance, der kommt. Steckt ihn durch. Jawohl. Der ist drin. 1-1. 1:1. Da ist er endlich. Mensch. Der Ausgleich für Happy Feet. 55. Spielminute.
Na bitte, geht doch. Ja, wurde auch echt zwei Großchancen hier gehabt und jetzt die dritte, alle guten Dinge sind drei, wa? Und dann machen sie das Ding ja. Mit der dritten Chance. Ein machen Spieler mal gerne einfach die Booster ausging, nicht mehr so fit war und dann hat ein bisschen der Weg gefehlt, aber in da zwei Minuten, drei Minuten schaffen sie leider wieder den Gegenschlag. Club Italy stecken schön in der Mitte durch, da ist eigentlich, ist das ein 4-2. Aber dann bekommt der Verteidiger eben Lukas nicht in den Griff. Und wir sehen in der 58. Spielminute leider das 2-1. Noch zwei Verteidiger standen eigentlich und waren auch bei ihnen. Aber es hat irgendwie nicht gereicht. Das ist auch, glaube ich, der gefährliche Stürmer, von dem uns berichtet wurde. Aber jetzt hier die große Chance für Happy Feet wieder. Legen ihn über außen. Machen hier die Flanke. Dann enttäuscht ihn nochmal an. Spielt ihn zurück. Haben immer noch Platz. Steckt ihn nochmal mit dem Strittschott mit der Hacke zurück. Schießt und weit übers Tor rüber. Der war leider nichts. Ja, der ist leider nicht gefährlich genug aufs Tor gekommen, aber wir sehen gerade Ballbesitz 60-40. Das heißt, man hat noch weiter den Ballbesitz ausgebaut. Wenn Happy Feet das nutzt, diesen Ballbesitz, und weiter so schöne Pässe in die Spitze reinbringt. Sie haben es ja bewiesen, es geht wie das hier gerade. Schöner Ball! Und jetzt, oh, wieder der Abwehrspiel so klar dazwischen, aber der Ball ist noch heiß eventuell. Vielleicht kriegen wir den noch durch. Oh, das könnte ein Foul. Nein, pfeift er nicht. Wieder schön in die Mitte durchgesteckt. Und nochmal durch. Und kommt der? Jetzt ist es ja Heimvorteil für Club Italy. Das heißt, es ist jetzt nicht tragisch, wenn man das Ding verliert. Aber da ist das 3-1 über die Mitte von der linken Außenseite. Da sind sie zwei, drei Schritte zu langsam. Schön nach innen geflankt. Und in der 75. Minute Scalottelli mit dem 3-1. Das ist schade. Ich will jetzt nicht sagen unverdient. Es war natürlich schön gespielt, aber es ist schade, denn Happy Feet war eigentlich gerade mehr am Drücker. Und das versucht natürlich jetzt Club Italy zu nutzen. Versuchen dadurch jetzt den Druck aufzubauen. Da finden sie wieder zwei, drei Mann Latte. Boah. Die haben auch gerade einen Platz, Italy. Also jetzt ist, glaube ich, Happy Feet gerade ein bisschen wieder Momentum. Jetzt mal bitte wieder den Ball unter Kontrolle bringen. Mensch, was macht ihr da, Happy Feet? Und da der Fehlabwurf. Jetzt legt den wieder durch. Hat Platz. Wir sind schnell durch den anderen Ring. 4-1 Club Italy, also da hatten sie sich, glaube ich, mehr Zeit lassen sollen, um für euch die Leute zu beruhigen, weil es gibt doch ein Rückspiel, also war echt, glaube ich, in der Stelle zu viel Druck. Wir haben noch ein Spiel, hier ist noch lange nicht alles verloren und es ist umso besser, umso mehr man noch ranbringt. Oh, scharf auf den kurzen Pfosten geschossen und da war er wieder, der starke Torhüter von Happy Feet, kratzt das Ding da von der Linie. Stark gemacht auf jeden Fall. Steckt er den jetzt hier durch? Nein, er kriegt ihn leider nicht durch. Doch, jetzt nochmal durch die Mitte kommt der Pass. Der Schuss, der kommt. Aber der Torhüter, der Italiener, der ist dran. Letzte Aktion wahrscheinlich in diesem Spiel. Nochmal Eck, weil Happy Feet schaffen sie nochmal den Anschlusstreffer, die Führung ein bisschen niedriger zu machen. Beziehungsweise den Rückstand flankt hier normal, aber kein Druck hinter. Und natürlich gefangen vom Keeper, der sich natürlich Zeit lässt. Und der Abpfiff ist da. Erstes Spiel 4-1 für Club Italy ausgegangen. Ja. Bitter. Ich meine, irgendwo natürlich verdient, haben gut gemacht, aber die haben ihre Chancen teilweise, Happy Feet hat ihre Chancen teilweise zu wenig genutzt, leider. Der zweite Spiel. Genau, das zweite Spiel ist die große, große Frage, schafft Happy Feet jetzt, das Wunder ist übertrieben, aber schafft Happy Feet das Ding jetzt noch zu drehen, haben die Halbzeitansprache gewirkt und vor allem machen sie vielleicht nicht zu viel Druck, sondern bleiben im Spiel ganz, ist hier auch schon relativ sie gute drücken Chance. Direkt. Die Flanke, der hat doch Platz, aber der Verteidiger klärt den Ball noch so eben mit so einem Volley-Schuss aus dem Stadion raus. Das war knapp, aber Eckball nochmal Happy Feet. Also Happy Feet macht direkt die Druck, das ist schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass es hier spannend werden könnte. Spielt ihn hier kurz, nochmal kurz in den Rückraum. Und da vertänzeln ihn leider wieder ein bisschen, der Luft tritt nichts leider. Er läuft halt auch daneben. Er läuft halt leider daneben. Also Ball und versuchen es erneut über die linke Flanke. Es kommt wieder der Kopfball, der kommt lang. Aber eben nicht bis zum Ziel. Mensch, Mensch, das geht hier direkt wieder los, ne? Also lassen ihn wirklich nichts anbringen. Beide Mannschaften machen hier weiterhin massiv Druck. Eckball jetzt Club Italy. Mal schauen, bringen ihn wahrscheinlich wieder hoch. Aber beide Mannschaften machen echt hier sehr viel, viel Druck. Sie sollten auf jeden Fall kein Tor am besten kassieren ins Happy Feet. Dann wird es halt schwieriger, wirklich. Jetzt der Eckball ausgeführt. Der Eckball ist draußen. Ja, den hat er ins Ausgedreht. Natürlich unglücklich, aber gut natürlich für Happy Feet. So ist ja, für Happy Feet die beste Situation jetzt gerade. Sie können nämlich weiter mit ihrem Angriff gehen. Über die linke Flanke, der kommt lang, aber da wird der Torwart dazwischen sein. Nein. Den kriegt er nicht mehr. Schade.
ein Tick zu lang, der Pass. Und es ist ein bisschen vom Ballbesitz gefühlt ausgeglichener, oder? Auf jeden Fall, sagt du, ist echt ausgeglichen. Hier, jetzt hier der Hackenpass. Schöne Chance, durch, kommt Tor. Jetzt die Chance 1 gegen 1, Tor! 1-0 für Happy Feet hier. Schön mit der Hacke durchgesteckt. Und zu ihren Abschlüssen. Also da arbeitet Happy Feet genial gut. Schön, und das ist die Riesenchance. Mach ihn! Tor bremst nochmal ab, zurückgelegt. Oh, stark gehalten vom Keeper. Ja, gute Chance wieder. Schade. Gut, war eine schlechte Schussposition. Also eigentlich gut mit dem Pass. Noch jetzt hier nochmal der Eckball Happy Feet. Machen ihn lang kurz und da hält er trotzdem wieder mit der Nachkopfball vielleicht, aber auch nicht. Nochmal Eckball, glaube ich. Ja, nein, Abschluss. Ja, ich glaube nochmal Eckball. Ja, Mensch, das sind jetzt hier die Chancen für Happy Feet. Nein, Abstoß, schade. Natürlich keine Chance. Schön jetzt hier gespielt, da ist die Flanke auf links außen. Und das Ding muss er jetzt nur spielen. Genial, auf rechts außen rausgepasst, aber da kommt er nicht zum Abschluss. Die Chancen sind da. Wiederholen uns da, aber die Chancen sind da, sie müssen sie wirklich nur noch reinmachen. Ja. Also wirklich so weiterspielen und hoffen, dass sie den endlich mal versenken. Ganz starkes Spiel von Happy Feet. Hoffen wir, dass es so weitergeht. Club Italy über die linke Flanke und dann sagt er ihm einfach, ne, du kommst hier nicht durch. Also Club Italy versucht wieder anzugreifen, jetzt müssen sie das Ding wieder verteidigen. Moment gut verteidigt und dann... Ich glaube, da gab es einen Kommunikationsfehler. Ich glaube, der Verteidiger dachte, der Torwart nimmt den Ball, aber der konnte ihn wohl nicht nehmen oder hat ihn nicht genommen und dadurch kam der Stürmer vom Club Italy zum Schuss hier. Bitter für Happy Feet. Solche Fehler sind natürlich sehr ärgerlich, aber jetzt vielleicht die Chance für Happy Feet, das schafft sich durchzusetzen. Zum 1-1 zu kommen. Jetzt die nächste Chance schon wieder für Happy Feet, schön noch verteidigt von Club Italy, vom Keeper. Und dann Happy Feet mit dem zweiten Ball. Der kommt lang! Und boah, große leider Chance nicht. Und dann haben wir die erste halblichen Passspiele, sondern jetzt wieder den Pass. Und der ist stark auf den Stürmer. Ganz, ganz stark gelegt. Der legt ihn sich jetzt vor. Und wohin schießt er den? Oder passt ihn? Die Chance suchen. Schöner Pass in die Mitte. Schön quer gelegt. Jetzt haben die Platz und der Pass kommt rein. Wo geht der denn hin? Und schön. Kratzt ihn da von der Linie runter. Also kratzt ihn gerade so noch von der Linie. Der hätte drin sein können. Der hätte drin sein müssen. Jetzt schöne Flanke rein. Und wieder nicht, aber die Nachschuss eventuell hat den Ball noch. Aber den zweiten Ball kann er nicht gut platzieren. Da kommt die Flanke nicht von Club Italy. Und die versuchen es jetzt. Kriegen aber ihre Flanke nicht offen. Jetzt gerade klappt nichts mehr. Und das ist die Chance. Das ist die Chance, jetzt den Deckel drauf zu machen für Club Italy. Und das fast das Eigentor. Fast das Eigentor. Das ist eine ganz knappe Sache jetzt gerade schon gewesen. Aber wieder die Chance für Club Italy. Oh, und Maestro fängt ihn, aber verliert ihn. Und der trinkt. Und dann ist er drin. Und das sagen, ist die Entscheidung für Club Italy in der 86. Spielminute. Schade, Bifid hat sich richtig, richtig gut hier verkauft und auch wenn sie dieses Spiel jetzt hier verlieren und Club Italy den Pokal, den ersten Pro Tournament Serious Pokal der European Virtual Football Association mit nach Hause nehmen. Hochdatiert. Es gibt Preisgeld, aber den gibt es nicht nur für den Gewinner, nicht nur für Club Italy, sondern den wird es auch für Happy Feet geben und das haben sie sich reglich verdient. Sie haben sehr gut agiert. Sie haben Italy gut unter Druck gesetzt